In jedem der vier abgebildeten 1x1-Quadrate ist ein Teil grau, wobei es sich jeweils um einen oder mehrere Kreise handelt. In welcher Figur haben die grauen Flächen den größten Flächeninhalt? Was meint ihr? Herzlich willkommen zu Jagd Mr. X. Ich möchte mit euch die Aufgabe B5 des Känguru-Wettbewerbs 1999 für die Klassenstufen 9 und 10 lösen. Also ich finde diese Aufgabe von den Kängurus wirklich klasse und muss ehrlich gestehen, dass mein Bauchgefühl hier völlig daneben gelegen hat. Also ich dachte, dass ich ganz genau wüsste, welche Antwort die richtige wäre und ja, dem war nicht so. Gern könnt ihr mir einmal in die Kommentare schreiben, was euer Bauchgefühl so gesagt hat. Ich würde nun gern Folgendes mit euch machen. Wenn wir diese Aufgabe lösen wollen, dann müssen wir die grauen Flächeninhalte miteinander vergleichen. Und ich würde gern mit euch eine Formel entwickeln, mit der wir für jede beliebige Abbildung diesen grauen Flächeninhalt berechnen können. Und zwar nicht nur für die ersten vier Abbildungen, sondern ganz allgemein dann auch für die n-te Abbildung. Und wenn wir diese Formel gefunden haben, dann werden wir auch die richtige Antwort finden. Zunächst einmal müssen wir das Muster erkennen. Also ich habe euch hier einmal eine Tabelle vorbereitet. In der ersten Spalte finden wir die Abbildung, allgemein Abbildung n und dann speziell 1, 2, 3, 4 bis zur n-te Abbildung. In der zweiten Spalte wollen wir uns aufschreiben, aus wie vielen Kreisen sich die einzelnen Abbildungen zusammensetzen. Und in der dritten Spalte wollen wir jeweils überlegen, wie groß der Radius dann von so einem Kreis ist. Starten wir zunächst einmal mit der Anzahl der Kreise. In der Abbildung 1 sehen wir, dort haben wir einen Kreis. In der Abbildung 2 haben wir 2 mal 2. In der Abbildung 3 3 mal 3. Und das Muster, denke ich, haben wir schon erkannt. Hier steht also letztendlich dann immer eine Quadratzahl. Und zwar dann eben von der Abbildung. Also hätte die n-te Abbildung, dann n Quadrat oder n mal n Kreise. Wie sieht es mit dem Radius aus? In der Aufgabenstellung ist gegeben, dass wir es mit einem 1 mal 1 Quadrat zu tun haben. Das bedeutet, dass die Seitenlänge von diesem umschließenden Quadrat eine Länge von einer Längeneinheit besitzt. Wie sieht es jetzt mit dem Radius des Kreises in der Abbildung 1 aus? Der Durchmesser, der würde mit der Seitenlänge des Quadrates übereinstimmen, hätte also eine Länge von einer Längeneinheit. Der Radius ist aber nur ein halb so groß. Und das bedeutet, dass dieser Radius eine Länge von einer halben Längeneinheit besitzt. Also können wir für die erste Abbildung aufschreiben, hier finden wir einen Radius von ein halb. In der zweiten Abbildung ist es nun so, dass zwei Kreise in einer Reihe nebeneinander liegen. Und das bedeutet, da diese Kreise ja auch kongruent deckungsgleich sind, dass ein so ein kleinerer Kreis jetzt nur den halben Radius des Kreises in der Abbildung 1 haben kann. Also die Hälfte von ein halb und das ist dann ein Viertel. In der dritten Abbildung haben wir jetzt drei Kreise nebeneinander in einer Reihe und das bedeutet, dass wir jetzt nur noch ein Drittel von diesem Anfangsradius haben. Und ein Drittel von ein halb, das ist dann ein Sechstel. Und für die vierte Abbildung hätten wir dann einen Radius von ein Achtel. Habt ihr das Muster erkannt? Wie sähe es dann für unsere Abbildung n aus? Im Nenner steht immer eine Zahl, die doppelt so groß ist wie die Abbildungsnummer. Also 2, 4, 6, 8 und so weiter. Und das bedeutet, dass der Radius in der n-te Abbildung dann 1 durch 2n groß sein muss. Also 1 durch 2 mal n. So, was können wir jetzt mit diesem Wissen machen? Zunächst einmal müssen wir uns noch daran erinnern, wie man den Flächeninhalt von einem Kreis bestimmen kann. Und zwar einfach mit Pi mal r zum Quadrat. Und nun suchen wir ja die Formel für den grauen Flächeninhalt der n-te Figur. Und diesen Flächeninhalt möchte ich einmal mit an bezeichnen. Und dazu müssen wir nun Folgendes machen. Wir müssen den Flächeninhalt von einem Kreis berechnen und dann mit der Anzahl
der Kreise multiplizieren. Und schon haben wir den Flächenhalt der grauen Fläche. Also haben wir dann allgemein Pi mal dem Radius der Entenabbildung, also 1 durch 2n, das Ganze zum Quadrat. Und dann müssen wir jetzt, wie gesagt, den Flächeninhalt von einem Kreis noch mit der Anzahl der Kreise multiplizieren, also allgemein mit n zum Quadrat. Wir können jetzt den Term der Formel noch vereinfachen. Wir haben dann also Pi mal 1 durch 2n zum Quadrat, also Zähler zum Quadrat, Nenner zum Quadrat. Wir halten dann 1 durch 4n zum Quadrat mal n zum Quadrat. Und seht ihr etwas? Wir können jetzt n zum Quadrat kürzen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der graue Flächeninhalt der Entenfigur ein Viertel mal Pi beträgt. Das heißt, der Flächeninhalt der Entenfigur ist unabhängig von der Abbildungsnummer, also letztendlich auch unabhängig von den Anzahlen der Kreisen. Und das bedeutet, dass also für jede Abbildung der graue Flächeninhalt gleich groß ist, nämlich immer ein Viertel Pi. Und damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Somit ist die Antwort E die richtige. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmeister X.